zusammen und willkommen zurück. Ich habe mir heute wieder so einen kleinen vergessenen Film rausgesucht, oder vielmehr einen eher ungeliebten Film, den ich durchaus empfehlen kann, wenn man mit der richtigen Einstellung dran geht. Und das ist hier sehr wichtig. Zuerst einmal, Schreie in der Nacht ist ein Mix aus Krimi, Gruselgeschichte, Okkulthorror, vielleicht oder auch doch nicht Thriller. Und hat eine sehr interessante Besetzung. Der Film ist von 1969 und von Antonio Margheriti, der sich wie üblich in seinen etwas hochwertigeren Filmen Anthony M. Dawson nennt, auch tausend andere Synonyme verwendet hat und im Laufe seiner Karriere von stilvollen Schwarz-Weiß Gruselfilmen wie Long Hair of Death oder Danza Macabre zu trashigen Horrorfilmen und am Ende irgendwelchen Söldnerfilmen abgedriftet ist. Margheriti hat sich an alles rangewagt, was irgendwie gerade Gewinn versprochen hat. Ab und zu und gerade am Anfang seiner Karriere kamen durchaus gute Filme raus, das kippt meiner Meinung nach irgendwo in den 70er Jahren. Der hier ist so in einem Übergangsbereich, aber ich finde den Film insgesamt sehr gelungen. Warum, dazu kommen wir gleich. Wir haben eine sehr interessante Besetzung. Wir haben eine deutsch-italienische Co-Produktion hier, oder vielmehr eine italienisch-deutsche. Und von deutscher Seite Leute dabei wie Marianne Koch, wie Joachim Fuchsberger, die man durchaus, selbst wenn man kein Fan alter deutscher Filme ist, kennen könnte oder sollte. Und was auch interessant ist, die Charaktere sind komplett gegen denen ihre normale Besetzung angelegt. Es geht um eine Gruppe Leute mit düsterer gemeinsamer Vergangenheit, die alle Angst davor haben, dass irgendwas davon ans Licht kommen könnte. Diese Leute treffen zusammen in einem relativ engen Raum in einem Haus auf eine alte Dame und ihren Sohn. Und diese alte Dame hält eine Seance ab und es werden puzzlestückartig die Szenen aus der Vergangenheit aufgeklärt. Und es gibt in diesem Film kaum eine Person, die nicht irgendwo Schuld auf sich geladen hat. Und es gibt auch wenige Personen, die diesen Film lebend verlassen werden. Das Ganze ist kammerspielartig inszeniert. Es ist toll gespielt. Der Film, der hat was. Interessant ist, und das sollten wir auch erwähnen, wenn irgendjemand Interesse hat, das Ding zu kaufen, von X-Rated gab's oder gibt's diese Doppelversion. Da ist der italienische und der deutsche Kinocut drauf. Es gibt auch beide Fassungen einzeln und beide sind sie für sich gesehen interessant. Aber sie sind beinahe gelegentlich wie zwei verschiedene Filme. Das muss man einfach wissen. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Auf jeden Fall sehenswert, es ist ein Kammerspiel, es ist ein Psychospielchen, es hat wenig blutige Momente, es setzt überhaupt nicht auf Schockeffekte, es setzt auf Stimmung, es setzt auf die Inszenierung, es setzt auf das Schauspiel. Und von deutscher Seite natürlich eben toll mit Fuchsberger und Koch. Italienische Seite, die Darsteller sind ebenfalls alle überraschend gut. Auffallend tut natürlich Herr Pigozzi, der einfach mit seinem typischen Blick und seiner zwielichtigen Art einen sehr, sehr großen Stempel dem Ganzen aufdrückt. Er spielt den Sohn der alten Dame. Und für mich, der den Film damals zum ersten Mal auf einer Videokopie gesehen hat, die beinahe schwarz-weiß war, obwohl das ein Farbfilm ist, war diese DVD hier wirklich eine Erlösung, den Film endlich mal in vernünftiger Qualität zu sehen. Und ich kann nur jedem empfehlen, guckt euch den Film an, erwartet aber keinen super spannend actiongeladenen Krimi oder Thriller, erwartet auch keine
super effektvolle Gruselgeschichte mit weiß der Teufel was für Twists. Darum geht's nicht. Es geht hier wirklich um die Schauspieler, um die Story, um die Hintergründe und um die Stimmung. Um diese schuldgeladene Stimmung, die richtig bedrohlich über jeder einzelnen Person in diesem Film schwebt. Und das macht diesen Film interessant. Ja, meiner Meinung nach zu Unrecht total verrissen. Und ich fand ihn toll. Und ich denke, er hätte eine Chance verdient. Einfach mit der richtigen Einstellung dran gehen. Vielleicht nicht zu voreingenommen sein und dann kann man seinen Spaß an dem Film haben. Empfehlung von mir und wir sehen uns beim nächsten Mal, hoffe ich. Und gerne abonnieren und liken und ja, bis zum nächsten Mal.